Hallo, liebe Zuschauer, wir haben heute den 30. Oktober, Ende des Monats. Es gibt Geld und es kommt auch die Rente wieder rein. Überschrift ist, musste Wienand mich verlassen. Dazu gebe ich Ende des Videos detaillierte Auskunft, was passiert ist. Aber zuerst wollen wir wie immer das Wetter uns anschauen. Ja, letzte Woche, diejenigen, die den Livestream gesehen haben, morgens mache ich ja immer so Livestream, so eine halbe Stunde, reicht also für einen Kaffee zu trinken. Da kann man also sehen, wie hier das Wetter ist. Ich habe oben auf dem Dach eine 360-Grad-Kamera und die schwenkt in bestimmten Positionen. Überwiegend kann man sagen, war es sehr schön, das Wetter. Aber auch schon wieder feucht. Und man hat jetzt ja auch gesehen, oder ich habe das gesehen, jetzt der Wind dreht sich. Da werde ich gleich auch bei dem Wetterbericht nochmal drauf eingehen. Wir hatten jetzt zuletzt vom Norden. Bisher war immer der Wind vom Westen. Und da erkläre ich gleich, was damit verbunden ist. So, schauen wir uns mal die Wetterkarte an. Wir sehen hier den unteren Bereich. Koh Samui und Phuket. So, dann starten wir mal. Hier könnt ihr Samui, Koh Phangan und Phuket sehen. Und dann starten wir das in 3-Stunden-Rhythmus. Und was sehen wir? Es kommt nichts mehr rüber oder wenig kommt jetzt vom Westen rüber. Wir sehen vor allen Dingen eine starke Wolkenbildung hier im Golf von Thailand. Dass es von Osten, Südost hochkommt. Und wir werden also in den nächsten Tagen hier sehr viel Regen sehen, laut Wetterkarte. Und im Anschluss, da habe ich ja den Überblick über ganz Thailand, dann kann man das viel besser einschätzen, was denn jetzt langsam hier los ist, hier unten. So, hier sehen wir komplett Thailand. Da sehen wir den Golf von Thailand und da hängt eine ganze Menge Regen in den Wolken. Und wenn man jetzt mal das Ganze verfolgt, sieht man, dass vom Osten, Südosten kommt jetzt der Wind ungehindert übers Meer Richtung Koh Samui. Und da haben die Regenwolken keine Gelegenheit, über Gebirge zu kommen oder so, um sich abzuregnen. Also wir bekommen das komplette die Feuchtigkeit von den Wolken mit, weil sie hier, wenn sie auf die Inseln ausstoßen, auf den hohen Bergen, und dann kommt es so richtig runter. Und diese Woche, also kommende Woche, das sieht nicht gut aus für uns hier. Damit ist auch quasi die Regenzeit eingeläutet, nämlich wenn wir Ostwind haben oder Südostwind, dann kann man sagen, die Regenzeit beginnt jetzt langsam. Und man sieht im Indischen Ozean, die Wolken, die bleiben also auch da drüben und Phuket kommt jetzt in die trockene Phase. Ja, ich muss sagen, wir haben die Wetteränderung schon. Dass wir jetzt mit großen Schritten schon auf die Regenzeit zugehen, eigentlich einen Monat zu früh. Aber schauen wir mal, was die Wirklichkeit bringt. Wir haben ja sehr oft auch gesehen, dass der Wetterbericht, was man da uns anzeigt, nicht immer stimmt. Aber wenn ich von der Windrichtung und meinen Erfahrungen über die letzten 10 Jahre gehe, wenn also der Wind vom Osten kommt oder Südosten, dann kommen auch die Regenwolken. Ich habe den Schatten gerade aufgesucht. Die Sonne, die knallt so runter. Ist so warm. So, dann haben wir jetzt noch die News. Was haben wir da? Erhöhte Sicherheit in Bangkok bei Halloween. Da lese ich um eine Wiederholung des letztjährigen Unglücks an Halloween in Seoul zu verhindern, bei dem 159 Menschen ums Leben kamen. Führt die Bangkok Metropolitan Administration im Vorfeld der Feierlichkeiten strenge Sicherheitsmaßnahmen ein. Das ist mir gar nicht so mit, habe ich gar nicht mitbekommen, dass so viele Menschen da gestorben sind. Wenn ich hier jetzt recherchiere, da war also wohl letztes Jahr ein Großbrand, und
dadurch sind viele Menschen getötet worden, dass also jetzt diesmal die Notausgänge auch frei sind. Also schaut danach, dass ihr nicht so viel Alkoholkonsum habt. Ihr solltet noch immer alles unter Kontrolle haben bei solchen Festlichkeiten. Man sieht, was da passieren kann. Könnt ihr euch noch daran erinnern, letzte Woche habe ich geschildert, dass man die Öffnungszeiten von 2 Uhr in der Nacht auf 4 Uhr vergrößern möchte. Da waren ja 55% der Bevölkerung, wahrscheinlich die da wohnen, dagegen. Jetzt hat sich die Regierung dafür ausgesprochen, dass sie das in Erwägung ziehen. Und die wollen jetzt noch ein paar Untersuchungen machen. Natürlich, wenn man da wohnt, dann weiß man auch, was im Umfeld ist. Und dann weiß man auch, dass da Lärmbelästigungen sind. Also da kann in nächster Zukunft noch was auf diejenigen zukommen, die da in Bangkok leben, in den Vierteln, wo der Tourismus boomt. Hier Pattaya lese ich. Ich hatte ja letzte Woche vom Bikini-Lauf berichtet. Das muss wohl ein großer Erfolg gewesen sein, nach deren Aussage. Derjenige, der da gewesen ist, kann ja einen Kommentar schreiben, wie er es empfunden hat. Da. So, bei Pattaya lassen wir das jetzt mal. Da gucken wir mal Hua Hin, was ist da? Hua Hin, nein, das ist noch der alte Bericht. Die Überschrift von diesem Bericht in Phuket ist: Die Regierung hat ehrgeizige Pläne und hat angekündigt, dass sie Thailands Perle, wie Phuket auch manchmal genannt wird, ein globaler Tourismuszentrum vom Weltrang verwandelt wird. Also da will man also die Stadt an sich attraktiver machen für den Tourismus. Man hat vor 2019, wie noch keine Pandemie war, hatte man 14,5 Millionen Touristen, ausländische Touristen zählen können. Man will das Ganze noch attraktiver machen und hat einige 100 Milliarden jetzt investiert, um Phuket noch attraktiver zu machen. So, jetzt kommen wir nach Samui. Da habe ich also nicht so gute Nachrichten. Gericht erhebt Anklage nach Stückelmord. Da hat also ein Spanier, ein Kolumbianer auseinandergenommen, wirklich in einzelnen Stücken. Innereien und der Rumpf sind auf der Mülldeponie in Phuket gefunden worden. Daraufhin ist eine Großaktion stand da an und man hat auch schnell jemanden festgenommen, einen Spanier. Die anderen Leichenteile hat man in der Tasche im Meer gefunden. Ja, und dem ist ja jetzt Anklage erhoben worden wegen Mord. Das hat die Insel natürlich sehr belastet. Die ist ja bekannt für die Full Moon Party. Und das ist natürlich nicht werbeträchtig, sowas. Ich bin mal gespannt, was da raus wird. Ich lese auch, das ist also ein Sohn von bekannten Schauspielern aus Spanien. Sehen wir mal, was da raus wird. Jetzt kommen wir nach Chiang Mai. Die haben ja vor einiger Zeit einen Airport eröffnet und da geht es jetzt in die 24-Stunden-Testphase. Da braucht man keine 10 Jahre. Das sieht bisher alles gut aus. Am 1. November soll er 24 Stunden in Betrieb gehen und ist natürlich sehr hilfreich für die Leute, die nach da oben möchten. Fliegen ist einfacher, als mit dem Bus da hochzufahren und da hat man sich darauf eingestellt und den Flughafen da um einiges vergrößert. Also am 1. November geht es da richtig los. Boah, mir steht der Schweiß so in den Augen. Es ist ja auch sehr feucht, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Ich sagte ja schon mal in einem Film, diejenigen, die nach hier kommen wollen, die müssen sich damit abfinden. Schwitzen gehört zum Alltag. Man muss dann auch einen gesunden Kreislauf haben. Heute haben wir auch mal Infos aus dem Isan. Countdown zum Naga-Feuerballfest. Also ich habe da schon mal was von gehört im Fernseher. Da gibt es also den Mekong in Nong Khai.
Und zu der Jahreszeit steigen da Gasblasen abends hoch, die rot leuchtend sind. Die Wissenschaftler, die haben noch nicht rausbekommen, ob das jetzt Plasma ist oder Gas und wieso es sich entzündet. Das sind also rote Kugeln, die da so groß sind wie ein Basketball. Die steigen aus dem Wasser hoch und ist natürlich für die Leute da eine Attraktion. Die sitzen da also zu Tausenden rum und warten, dass die da hochsteigen. Die meinen, das wäre eine Göttin normalerweise, die Bevölkerung. Aber eigenartig, dass die Wissenschaft noch nicht dahinter gekommen ist. So, das soll es gewesen sein. So ein bisschen von Thailand, was hier los ist. Jetzt gehen wir zu meinem Kanal. Ich möchte auf die Filmserie zurückkommen, wo ich über den Tod gesprochen habe und was man vorher machen soll. Leute, ihr müsst das differenzieren. Das, was ich da angegeben habe, habe ich hier auf Samui gemacht. Vor allen Dingen das mit dem Geld. Da waren einige Diskussionen, wie bekommt man das Geld vom Konto. Natürlich kann jede einzelne Filiale bestimmen, lassen wir das zu, kann der jetzt 10 Millionen runterholen oder nicht. Übrigens nur 1 Million Baht ist hier versichert bei der Bank. Das ist auch in Landesregierung hier in Thailand wahrscheinlich unterschiedlich. Es war eine Anregung für euch, diesen Weg zu gehen. Ihr müsst nachfragen, ob eure Bank das auch macht. Ich weiß das also von der Kasikon, da kann man also diese Vollmachtschreiben da bekommen, so viel man will. Man kann ja auch, wenn man da 1 Million drauf hat, in Stückeln runterholen. Da gibt es also viele Variationen. Es sollte ja ein Anstoß sein, dass ihr euch dass ihr wisst, es gibt einen Weg, aber ein bisschen müsst ihr auch machen, also euch zu informieren. Ich habe hier und da auch ein paar Kommentare gelöscht, weil das in die falsche Richtung ging. Seid mir diesbezüglich nicht böse. Aber wenn ich sehe, dass eine Diskussion da stattfindet und es geht in die falsche Richtung, dann lösche ich das komplett, damit dann nicht weiter aufgebauscht wird. Also es gibt bei der Kasikon nochmal sehr wohl die Möglichkeit, das Geld runterzuholen. Hier bei meiner Filiale haben wir gesagt, können wir das komplette Geld runterholen in einem? Ja. So. Wie dann nachher bei der gelben Bank ist oder Bank, kann ich nicht sagen. Da müsst ihr euch selber informieren. Aber die Möglichkeit gibt es. Ja, zu dem Film mit der blauen Linie hier, da habe ich ja auch gesagt, dass der Großbildschirm von mir kaputt gegangen ist, der 75 Zoll. Nach 1,5 Wochen ist er gekommen, er hängt jetzt auch an der Wand. War ein bisschen Arbeit, die Halterung dementsprechend umzuändern von Vorgänger. Dankeschön hier an Thomas, der mir geholfen hat, das schwere Ding an die Wand zu hängen. Ich habe dazu noch eine Soundanlage gekauft, Soundbar, glaube ich, nennt sich das, mit einem Basslautsprecher. Ist ein hervorragender Sound jetzt. Der Fernseher ist sehr günstig gewesen, muss ich sagen. Da habe ich ein Angebot in Anspruch genommen, ich glaube 740 Euro hat der 85 Zoll Bildschirm gekostet mit allem Internet, genauso wie der, den ich vorher hatte und so ja noch ein bisschen mehr. Also wenn man da im Internet hier schaut, da kann man also schon sehr gute Angebote sehen. Normalerweise ist der so um die 40.000 bis 60.000 Baht, dieses Fernsehen. Nur was ich ein bisschen bemängelt hatte, das war der Sound. Der war so ein bisschen blechig, da war keine Power hinter. Und daraufhin habe ich dann hier bei HomePro für 3.200 Baht eine Soundbar gekauft. Das ist also eine Lautsprecherleiste, ihr seht das. Und ein Basslautsprecher und der ist super. Das ist Heimkino erste Reihe, muss ich sagen. Bin ich also sehr zufrieden mit. Dann habt ihr den Film ja von Oma gesehen. Da wurde dann auch gefragt, was ist denn jetzt mit Oma, wo die Wiener nicht da ist. Ich gehe nicht dahin, weil es hat keinen Sinn. Ich kann mich mit der Oma nicht verständigen. Ich muss also immer einen Dolmetscher dabei haben
Und das ist in dem Fall ist das die Vinat. Und jetzt kommen wir auch auf dem Thema Vinat und wieso sie weggegangen ist. Wir haben Informationen eingeholt über ihre Rente. Sie hat ja eine Witwenrente und laut Gesetz kann sie die ja auch verlieren, wenn wir heiraten. Also wenn wir hier in Thailand gesetzlich heiraten, beziehungsweise was dann auch in Holland, sie ist ja in Holland, bekommt sie ihre Rente, dann kann sie wegfallen, die Rente. Sie kann aber auch wegfallen, wenn wir zusammenleben. Und da steht noch dabei, wenn es weniger als ein halbes Jahr ist, wenn man zusammenlebt, kann man die Rente wieder beantragen. So, natürlich möchte die Vinat die Rente nicht verlieren. Und daher haben wir dann gesagt, weniger als 6 Monate, und dann muss die Vinat wieder nach Hause. Sie hat ja oben in Ulan Thani ein großes Haus, ihren Sohn und auch ein Geschäft. Dass wir also diesbezüglich die Gesetzmäßigkeiten einhalten, dass wir also nicht länger als ein halbes Jahr zusammen sind und dann muss Stellungswechsel gemacht werden, Ortswechsel. Ja, und der eine oder andere kann sich daran erinnern, dass ich einen Heiratsantrag gemacht habe. Das werden wir anders formulieren. Das ist also, auch wenn das buddhistisch ist, wir wollen also der Rentenanstalt da nicht die Sporen geben, da irgendetwas zu machen, dass sie diese Pension, die hinterbliebenen Pension verliert. Wir geben uns ein Gelübde ab, der Treue. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Das werden wir aber nicht filmerisch festhalten. Das werden wir im kleinen Kreis mit der Familie in Ulan Thani im Dezember machen. So, und damit ist für uns also das Thema klar. Sie wird nicht hier wohnen in sich. Sie macht also hier Urlaub. Ich werde ja auch jetzt übernächsten Monat dort oben Urlaub machen für einen Monat. Und dann werden wir auf Urlaubstour sein, insgesamt 2,5 Monate. Dann kommen wir nach hier. Dann wird sie auch wieder hier 3-4 Monate sein und dann fliegt sie wieder nach Hause, um auch da nach dem Geschäft zu gucken. Und so gehen wir allen Schwierigkeiten, sage ich mal, aus dem Weg. So, wann kommt sie wieder zurück? Ja, sie kommt zurück diese Woche, am Mittwoch, am 3. kommt sie wieder zurück. Da freue ich mich auch riesig drauf. Ich vermisse wirklich, wir passen so wunderbar zusammen, muss ich sagen. Ich vermisse, der Cem vermisst sie auch. Die ersten 2 Tage war schlimm, er wollte gar nichts fressen. Ja, wie gesagt, am 3. kommst du zurück und am 4. haben wir ja hier Oktoberfest, beziehungsweise es fängt ja schon am 3. an. Das hat der Tom organisiert. Kann ich hier mal das Einladungsposter einblenden. Da freuen wir uns schon drauf. Sie hat ja auch schon einen Dirndl bestellt. Das ist also relativ einfach. Hier habe ich festgestellt, über Lazada kann man hier Lederhosen. Ich habe auch eine Lederhose, eine Kunstlederhose. Und sie hat ein schönes Dirndl sich bestellt. Sieht toll aus. Da werden wir also viel Spaß haben. Dann hatte ich diese Woche ein super Ereignis. Am Anfang lief es ganz schlecht. Ich war also zum 7-Eleven gefahren, um da was zu kaufen. War mit der PCX hier, die ich auch hier unten stehen habe, unterwegs und hatte vergessen, den Schalter umzulegen. Komm raus, Licht brannte. Will das Ding starten, startet nicht. Batterie leer. Ja, 1 Kilometer ist das von mir hier entfernt. Und ich habe das Ding geschoben, ich habe noch keine 20 Meter das Ding geschoben. Schon blieb da eine Frau neben mir stehen und fragte dann, ob sie helfen könnte. Ich wusste aber in dem Moment gar nicht, was soll sie denn jetzt machen. Sie zeigte dann in eine Richtung, wahrscheinlich wo eine Werkstatt ist. Aber ich meinte dann, in 1 Kilometer bin ich sowieso zu Hause und da kann ich die Batterie wieder aufladen. Dann ist sie gefahren. Noch keine 2 Minuten danach stand wieder eine Frau neben mir und fragte, dann hatten wir uns so vereinbart, dass ich denn ihr Roller nehme und ich drücke meinen Roller hinten auf dem Auspuff. Diejenigen, die hier gewesen sind in Thailand, haben da bestimmt schon mal gesehen, wenn so ein Roller angedrückt wird, dann muss man nur mal die Geschwindigkeit konstant halten. Dann hat sie sich auf meinem Roller draufgesetzt und dann habe ich die bis nach hier geschoben. Ich muss sagen, die Hilfsbereitschaft, die hier einem entgegenkommt, ich war
platt war ich wirklich. In so einer kurzen Zeit zwei Leute, die mir helfen wollten. Und Gott sei Dank, der Kilometer hat sich nämlich ziemlich hingezogen. Das wäre eine lange Tour gewesen mit dem Roller. Und ja, habe anschließend die Batterie aufgeladen, weil der Roller selten benutzt wird. Daher war die Batterie leer. Und ja, die Thailänder sind hilfsbereit. Ein anderes Ereignis dieser Tage morgens mache ich ja, wie ich schon sagte, einen Livestream von dem Wetter morgens. Und dann, ich stand draußen, ich wollte gerade ein Video einschalten, da knallte, da ist ein Trafo hochgegangen, die Funken flogen durch die Gegend. Kurz war auch bei uns das Licht, der Strom weg. Und ja, und dann kam dann auch schon das Gewitter ohne Regen, muss ich sagen. Aber das passiert schon mal hier. Also da ist keine Seltenheit, dass so ein Trafo hochgeht. Aber wie man sieht, in dem Fall ist da irgendwie eine Bypassleitung, dass dann der Strom sofort wieder da ist. Ja, hier ist es so, vor vielen Jahren war es noch schlimm mit dem Stromausfall, hatten wir mehrere Stunden keinen Strom. Was ja dumm ist, dass auf einmal denn der PC-Tower keinen Strom hat und dann ist er denn aus. Ich habe das so gemacht, ich habe erstens in der Steckdose, wo ich alles mit versorge, habe ich einen Überspannungsschutz drin, dass also höhere Spannungen durch solche Sachen nicht in die Leitung bei mir reinkommen. Und dann habe ich eine UPS, das ist also ein Block, Batterieblock, die kann man hier ab 1000 Watt kaufen, also ab 27 Euro. Und wenn die Spannung wegfällt, übernimmt dieser Block für einige Minuten den Notstrom, sage ich mal. Manchmal hat man das auch, dass man so Stromschwankungen hat. Und der puffert dann alles ab. Also da habe ich, wie gesagt, eine UPS dazwischen, um dann alles zu versorgen. Den habe ich hier unten im Schrank stehen. So, das war lang genug. Übrigens, ab morgen weiß ich nicht, wann ein Film kommt. Also nach vielen Jahren, muss ich sagen, habe ich jetzt mal keinen Film für morgen. Ich habe in der letzten Zeit so viel hier getan, dass ich also mir nicht die Zeit genommen habe, jetzt Filme im Voraus zu machen. Mal gucken, was ich demnächst einbringe und wann. Also sei mir bitte nicht böse, wenn morgen oder übermorgen kein Film kommt. Ich habe ja einiges gemacht draußen am Haus und einiges auch repariert. Und das war für mich wichtiger in dem Fall, als jetzt Videos vorab ins Netz zu stellen. Schauen wir mal, was da jetzt kommt. So, ich möchte mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Wienand kommt am 3. Oktober zurück